Moin Leute, ich habe mir ein neues Reisestativ zugelegt, weil ich demnächst auf eine Kreuzfahrt gehe. Wahnsinn! Und da kann ich nicht mein schweres, großes Kullmann-Magnesit-Stativ mitnehmen, weil das A nicht in den Koffer passen würde und B viel zu schwer ist, um ständig mit sich rumzuschleppen, wenn man unterwegs ist. Und darum habe ich mir überlegt, ich kaufe mir von Rollei das Compact Traveler No. 1 Carbon Reisestativ. Und ich habe es von meinem eigenen Geld bezahlt, es ist also nichts, was ich irgendwie von Rollei geschenkt bekommen habe und wo ich jetzt drüber berichten soll. Ich habe so ein paar, Zweifel irgendwie, wo ich sage, vielleicht ist das nicht genau das Richtige. Ich habe nämlich beispielsweise Sorge, dass es vielleicht nicht stabil genug sein könnte, dass ich mit dem Stativ die Kamera nicht nah genug am Boden platzieren kann. Und da ich das jetzt sowieso schon mal rausfinde, wo ich es auspacke, habe ich gedacht, zeige ich euch das auch gleich. Gucken wir uns das Ding mal an. Wenn wir uns den Karton angucken, dann sehen wir jedenfalls schon mal, das Packmaß ist klasse. Das ist hier auch angegeben mit 33 cm. Das ist also klein genug, dass wir es auch ins Handgepäck kriegen, wenn wir mal einen kleinen Städtetrip machen und mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Das ist schon mal super. Und es hat ein Gewicht, das ist ziemlich leicht, von 980 Gramm. Das liegt natürlich auch an dem Carbon. Das Ganze gibt es auch nochmal in einer Alu-Version. Es sieht dann genau gleich aus. Ist dann natürlich ein bisschen schwerer, hat dann glaube ich 1,2 Kilo oder so. Gucken wir uns das Teil mal an. So, jetzt gucken wir uns mal an, was ist da drin. Wir packen das mal aus. Der große Augenblick. Im Paket enthalten ist also einmal hier diese Schutztasche. Die können wir auch prima dazu benutzen, sie wie einen Rucksack zu tragen. Gar keine schlechte Idee. Wer das nicht will, der kann diesen Gurt benutzen. Den können wir später am Stativ befestigen und das Stativ dann mit uns rumtragen, ohne dass es uns irgendwo in die Schultern einschneidet. Auch nicht schlecht. Dann ist noch so eine kleine Werkzeugtasche dabei. In der Werkzeugtasche drin sind Werkzeuge, nämlich zum Nachziehen der Schraubbefestigung des Stativs. Das ist was, was leider immer mal wieder vorkommt, auch bei äußerst hochwertigen Stativen. Durch Erschütterungen etc. lösen sich halt manche Schraubverbindungen und verlieren so ein bisschen an Festigkeit. Und damit man die jederzeit wieder festmachen kann, wenn die sich ein bisschen gelöst haben, ist hier das Werkzeug gleich dabei. Und das auch noch in einem relativ wertigen, was heißt wertig, ist halt ein Plastikbeutel, aber sag ich mal, da geht halt nichts draus verloren, wenn man sich das einsteckt. Ist gar nicht schlecht. Und was ich auch noch sehe, klasse Sache, da sind auch noch solche Fußstücke bei, die zeige ich euch gleich nochmal, für die eigentlichen Füße, falls einem da mal die Gummikappe abhanden kommt, hat man hier glaube ich noch Ersatzteile drin. Nicht schlecht, gucken wir uns gleich an. Dann haben wir natürlich noch das Stativ. Wahnsinn. Sieht erstmal gut aus, ist immer noch ziemlich leicht. Noch leichter als das ganze Kram, was wir vorhin in dem Karton hatten, weil da ja auch der ganze andere Zeug mit dabei war. Ja, nicht schlecht. Macht auf den ersten Blick tatsächlich erstmal einen guten Eindruck. So, jetzt wollen wir das gute Stück mal aufbauen und mal gucken, wie das alles so funktioniert. Wie läuft das denn jetzt? Ich nehme mal an, dass man dieses Bein ausklappen muss. Das ist auch richtig und wir sehen hier schon, dieses Stativ kann also drei verschiedene Stellungen der Beine. Wir sehen das hier dran, dass hier diese Halterungen einklappen. Raste 1, Raste 2, Raste 3. Die nehmen wir jetzt mal. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Zack. Das sieht schon mal aus wie ein Stativ. Das ist der Moment, wo wir hier dieses schicke Band dran wegmachen können. Und dann fahren wir doch mal die Füße aus. Das ist ein Stativ mit Schrauben. Das heißt, die haben wohl keine Stopper. Das heißt, man muss dabei vorsichtig sein. Das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so toll, was gerade passiert ist. Aber das kann auch ein Bedienungsfehler gewesen sein. Mir ist wichtig, dass das Ding nachher stabil hält. Jetzt muss ich das hier wieder reinfrickeln.
Wenn einem das natürlich passiert, während man gerade versucht, ein tolles Motiv zu schießen, das ist dann nicht so klasse. Also, das Bein hier wieder reingefummelt. Das ist gar nicht so leicht. Ich habe es aber vielleicht auch einfach zu weit rausgedreht, das muss man auch dazu sagen. So, jetzt ist es hier wieder drin. Und hier auf dem Stativ selber ist es auch nochmal aufgeklebt und aufgezeichnet, dass man also beim Lösen dieser Schraubverbindung nur einen Viertelturn, eine Viertelumdrehung machen muss, um das Ganze zu lösen und die Beine auszuziehen. Nicht so wie ich es komplett aufzuschrauben oder weitgehend aufzuschrauben, dann lösen sich die Beine. Also Bedienungsfehler. Roller ist nicht schuld, ich bin zu doof. So, ich muss also aufpassen, diese Teile nicht ganz aufdrehen, sondern nur so ein bisschen locker drehen, dass das gerade so rauskommt. Das mache ich jetzt bei allen Beinen. Man sieht hier schon, das dauert so ein bisschen, bis ich das Ding auseinandergebaut habe. Wer da natürlich eher auf diese Clipverschlüsse steht, die man aufmacht, rauszieht, zumacht, der spart sich damit tatsächlich ein bisschen Zeit. Ich habe das hier aber tatsächlich absichtlich in Kauf genommen. Ich wusste, dass das zum Drehen ist. Weil es mir das einfach wert war. Ansonsten die Preis-Leistung hier wäre ja nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier unser Stativ. Wenn das hier so steht, ist das eigentlich so auf den ersten Blick einigermaßen stabil. Wobei es, wenn ich ordentlich drücke, sieht man hier schon so ein bisschen, dass es sich bewegt. Aber diese Kräfte sollten ja auch eigentlich bei der Arbeit nicht auf das Stativ wirken. Zudem haben wir hier unten noch einen Haken. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. An dem Haken können wir was befestigen, nämlich zum Beispiel einen Rucksack, der dann das ganze Stativ auch wirklich am Boden hält und noch ein bisschen Festigkeit gibt. So, wenn ich jetzt mir den Kamerakopf hier oben angucke, okay, wenn ich da ein bisschen dran drücke, bewegt es sich schon. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zu einem 400 oder 500 Euro oder 600 Euro Reisestativ. Andererseits ist der Schwerpunkt hier oben natürlich schon so hoch, dass wenn ich hier oben jetzt ein bisschen Druck ausübe, dass es unten relativ leicht anfängt zu tanzen. Gucken wir mal, wie sich das Ding mit einer Kamera drauf verhält. Eins steht jedenfalls, glaube ich, fest, wenn ich jetzt dahergehe und hier oben nochmal den Kopf ausfahre und den Schwerpunkt damit nochmal ein bisschen weiter nach oben verlagere, ja, das ist schon, sag ich mal, relativ leicht, relativ wackelig. Ich habe schon fast damit gerechnet, dass man den Stativkopf selber nicht komplett ausfahren sollte. Also fahren wir den mal wieder ein. Wenn das ganze Stativ auf dieser Höhe funktioniert, wäre ich eigentlich schon glücklich. Wenn wir uns jetzt erstmal den Stativkopf selber angucken, dann ist das ein Kugelkopfstativ. Das bedeutet, wir können hiermit arretieren. Wenn wir den aufmachen, können wir die Kugel bewegen. Das heißt, wir können die ganze Oberfläche im Winkel austarieren und das auch tatsächlich relativ gut wieder befestigen. Ich muss sagen, wenn man den hier geschlossen hat, tut sich hier oben gar nichts. Das ist gut. Vielleicht will ich aber, nachdem ich das Ganze austariert habe, auch den Stativkopf einfach mal in einer Richtung bewegen. Also von links nach rechts hin und her, quasi auf dem Horizont hin und her gehen, ohne dass ich hier das ganze Stativ drehe. Auch das funktioniert überraschend wertig und sauber. Lässt sich ziemlich gut bedienen, die ganze Sache. Schön ist auch nochmal, ich habe hier so eine Libelle, so eine Wasserwaage dabei, die mir also relativ gut hilft, dass ich das ganze Teil halt irgendwie austariere. Gar nicht schlecht gemacht. Bis hierhin vom reinen Stativkopf zufrieden. So, obendrauf ist also diese Schnellladeplatte, wo man die Kamera drauf montieren kann. Das Ding kriegt man, denke ich, ab, indem wir hier aufdrehen. Dann wird dieser Schlitten hier frei
Und wir können also diese Schnellladeplatte nach vorne rausziehen und dann später hier drin wieder befestigen. Also aufschrauben, reinschieben, fertig. Auch das fühlt sich sehr stabil an. Nicht schlecht. Diese Schnellladeplatte, die wir hier haben, ist eine normale Schnellladeplatte, wie wir sie bei den meisten Stativen kennen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man hier an der Schraube, an diesem 1/4 Zoll Gewinde zu lange dreht, wird es wahrscheinlich aus der Trägerplatte rausfallen und dann kann es runterfallen und kann in irgendeinen Gulli fallen. Das ist also nicht permanent hier mit diesem Gerät verbunden. Gut, Zeit, unsere Kamera zu montieren. So, für meinen Test hier habe ich hier meine Nikon D7000. Die D7000 ist eine Spiegelreflexkamera von Nikon, eine DX. Die ist schon ordentlich schwer, gerade mit dem Objektiv hier, das ist ein 1805er, wenn man das komplett auf die 105 mm schiebt, dann verändert das auch schon ganz ordentlich den Schwerpunkt der ganzen Konstellation nach vorne. Das heißt, das ist eigentlich für mich ein ganz gutes Testobjekt. Wenn das Teil gleich anständig auf dem Stativ steht, dann ist das für mich erstmal ganz okay. Also, schnappen wir uns diesen Plattenadapter. Dass die Platte möglichst viel Auflagefläche unter der Kamera hat. So, jetzt packen wir unsere Kamera und spannen die hier wieder ein. Also draufgesetzt, angeschraubt, Kamera sitzt. Einen Nachteil hat die ganze Sache hier. Wir haben vorhin gesehen, dass wir diese Platte seitlich in diese Aufnahme reinschieben. Da habe ich immer so ein bisschen Sorge, dass die Kamera mal irgendwie rausrutscht. Ich bin jemand, der auch gern die Kamera mal für kurze Strecken am Stativ lässt und dann die ganze Konstellation hier mit sich herumträgt. Da habe ich bei solchen zu einer oder zu zwei Seiten offenen Aufnahmen für diesen Schnelladapter immer so ein bisschen Sorge. Andererseits sehen wir das auch hier, selbst wenn ich das jetzt ein bisschen aufdrehe, die Kamera rutscht nicht raus, weil einfach unten drunter die Schraube, mit der wir es an der Kamera befestigt haben, quasi die Kamera hier auf diesem Adapter hält. So gesehen sind meine Bedenken an der Stelle halb so schlimm. Ich mache die Kamera jetzt wieder richtig fest, stelle das Ganze hin. Den Gurt hätte ich auch vorher abmachen können, wollte ich erst, dann hatte ich da aber keinen Bock drauf. So, jetzt gucken wir mal, die Kamera ist natürlich jetzt nicht gerade. Wie lässt sich der Objektivkopf, dieser Kugelkopf hier handeln, wenn die Kamera drauf ist? Na, ich muss sagen, es funktioniert tatsächlich sehr ordentlich. Also definitiv Note 1 für diesen Kugelkopf und die Bedienung davon. Das läuft alles sehr schön smooth ab. Das läuft sogar so smooth, dass ich das schon fast für laienhafte Filmaufnahmen und Schwenke verwenden kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das hätte ich bei dem Stativ nicht gedacht. Prima. Für Aufnahmen aus nahezu der Bodenperspektive habe ich die Möglichkeit, die Beine komplett einzuklappen und die Kamera circa 40 cm über dem Boden aufzustellen. In der Position auch äußerst stabil. Eine Eigenschaft dieses Stativs muss ich nochmal lobend hervorheben, denn das ist etwas, wo es im Internet auch unterschiedliche Aussagen zu gibt. Nämlich, da steht häufig, dieses Stativ hat nur Gummifüße. Stimmt nicht. Entweder haben die Leute nicht richtig geguckt, die sowas schreiben, oder es gab tatsächlich mal eine Überarbeitung dieses Stativs. Ich kann diesen Gummifuß abziehen. Darunter habe ich dann diese ganz normalen Spikes. Mit den Spikes kann ich es natürlich auch prima in einem losen Untergrund auf Steinen oder auf Sand irgendwo hinstellen. Und das Stativ hat dann trotzdem festen Stand. Wenn ich dann wieder auf festem Boden unterwegs bin, zum Beispiel in der Stadt oder in Räumen, kann ich das Gummiding wieder drauf machen. Klar, das könnte auch irgendwie fest sein, sodass es gar nicht abgeht, sondern dass ich es hochschrauben kann an dem Stativ selber. War für diesen Preis des Stativs, der wirklich super ist, anscheinend nicht drin. Ein bisschen schade, aber hey, da kann ich mit leben. Um das Ganze also zusammenzufassen, für den Preis bekommen wir hier ein relativ gutes Stativ. Die Pluspunkte sind definitiv der Kugelkopf, der sich sehr anständig bedienen lässt und sich super arretieren lässt, der ein super Gefühl zum Hin- und Herschieben gibt. Als negativ könnte man unter Umständen so ein ganz klein bisschen die Stabilität auslegen.
Denn wenn man ein bisschen Kraft eben oben auf den Kopf des Stativs ausübt, dann fängt das Stativ doch an, so ein paar Eigenbewegungen zu entwickeln, auch dann, wenn man es unten mit einem Rucksack befestigt. Wenn es jetzt also wirklich mal zu einem größeren Wind kommt, oder dann hat man da vielleicht schon Nachteile durch. Sonst im alltäglichen Alltag würde ich sagen, kann man es benutzen. Gerade wenn man halt die Kamera verzögert auslöst, zum Beispiel über den Selbstauslöser oder mit der Spiegelvorauslösung. Also wenn man nicht im Augenblick der Aufnahme die Kamera bedient und damit natürlich auch Druck auf die Kamera und somit auch auf das Stativ ausübt. Ich denke, dann kann man es ganz gut benutzen. Ich persönlich werde es mit auf die Kreuzfahrt nehmen. Ich hoffe, dass es für meine Zwecke auch im Praxiseinsatz reichen wird. So macht es erstmal einen guten Eindruck, ganz besonders eben für diesen Preis. Also, danke fürs Gucken. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das Stativ näher bringen. Vielleicht hilft euch dieses Review hier. Nochmal zur Info unter diesem Video, da findet ihr einen Link zu dem Produkt bei Amazon. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich werde an den darauf auf einen Klick folgenden Umsätzen von euch bei Amazon beteiligt. Das spiegelt aber nicht wider, dass ich eben hier ein ernsthaftes und eine ehrliche Beurteilung abgegeben habe. Das hat darauf keinen Einfluss und das Gerät wurde auch nicht kostenlos uns zur Verfügung gestellt, sondern das haben wir tatsächlich selber gekauft. Also ich habe das selber gekauft und benutze es auch selber.